So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und heute ist Montag, ein Tag nach dem Tag, der nach dem Community Day war, also nach Sonntag, weil Community Day war ja am Samstag. Gestern habt ihr das Best-of-Video gesehen vom Community Day, wo der Philipp Bonne seine Rückkehr gefeiert hat und der Alex war auch wieder am Start. Und natürlich auch Grüße an Sodbrennen, der uns immer begleitet hat. Und es ist ja zum Ende hin was richtig Krasses passiert. Ich konnte es überhaupt nicht fassen. Ich will das dann gleich nochmal einblenden, denn zwischendurch haben wir einen Raid gemacht an der Sonnenuhr auf dem Markt. Der lag einfach auf dem Weg. Mitten dort standen auch schon die anderen. Wir haben dann auch eine Runde gemacht. Und ja, nach dem Raid bin ich natürlich aufgestiegen mit Pupsi zu Glücksfreunden. Und so haben wir uns gedacht, wir können ja nach dem Community Day, wenn wir dann entwickeln und auswerten und so weiter, mal das höchste Shiny Kindwurm entwickeln zu Shiny Brutalanda und das Shiny Brutalanda dann garantiert Lucky tauschen. Und dann ist Folgendes passiert. So, Römhild Thüringen mit Drachenrude Wutanfall. Und da haben wir ihr's noch und ihr seht, 3214 hätte das bei 100%. Machen wir den Spezialtausch für heute, den garantierten Lucky-Tausch. Ist natürlich eine gute Sache, das hat ja Schilling auch letztens erwähnt gehabt, dass man das so machen soll. Wir haben es jetzt noch in der Zeit gemacht, also eigentlich hätten wir es gar nicht entwickeln brauchen, haben wir aber trotzdem gemacht. Und da habt ihr es, ein Glücks-Pokémon, ein Lucky Brutalanda in Shiny. Wir bewerten das mal kurz. Kann es mit allen aufnehmen und so hat es nicht mehr den schlechtesten Satz, sondern den besten. KP, Angriff, Verteidigung sind die besten, die ich je gesehen habe. Ein 100%iges Shiny Glücks-Brutalanda, oh mein Gott. Wenn ihr mich nicht verlesen habt, ich gucke es mir nochmal kurz an. Dein Brutalanda kann es im Kampf mit allen aufnehmen. KP, Angriff, Verteidigung, beste, die ich je gesehen habe. Also die Glücksfreunde, die hauen es einfach jedes Mal wieder raus. Da habt ihr es also gesehen, wie heftig ist das, wie genial sind denn Glücksfreunde und das neue Feature. Ich kann es immer noch nicht glauben. Shiny Brutalanda als 100%iges Glücks-Pokémon. Wenn man vorher mal geguckt hat, was bei ihr stand, die Werte, wie viel ein 100er hat und als es bei mir dann ankam, hätte man das sofort gesehen, dass das ein 100er ist. Ich habe es also dann bewertet, habe erst gedacht, ich habe mich verlesen oder irgendwas passt jetzt nicht und dann habe ich es nochmal durchgeklickt und war einfach aus den Socken, von den Socken, weil 100% Shiny Brutalanda, richtig gute Sache als Lucky. Damit hätte ich im Leben nicht gerechnet und ich hatte ja noch ein 100er, was ich entwickeln wollte, um es dann zu maxen oder hochzuziehen. Aber heute wollen wir uns natürlich mal dem krassen Shiny 100er Brutalanda als Lucky widmen und das eben hochziehen. Da gehen wir einfach mal hier auf die Suche. Geben einfach mal Bru, auch nur gut, wenn ich BR eingebe, steht es auch schon da. Und da haben wir es, das 100%ige Lucky Shiny Brutalanda. Wir drücken nochmal die Sätze durch, kann es mit allen aufnehmen. KP beste, Angriff, Verteidigung auch klasse, die besten, die ich je gesehen habe. Das werden wir jetzt ein bisschen pushen. Ich mache mal hier den Ton noch ein bisschen höher, dass man das mal besser hört. Erstmal ein Push, damit wir mal hören, wie es schreit. So, und jetzt melden wir uns zurück, wenn noch zwei Pushs fehlen und gucken mal, wie viel das erreichen kann. So, und da sind wir zurück. 3696 hat es jetzt und zwei Pushs können wir noch machen und es sieht so genial aus einfach. 5000 Staub nur statt 10.000. Jetzt werden wir noch zwei Pushs durchführen. 3722 und der letzte auf 3749. Bam! Und da ist es, das 100%ige Shiny Lucky Brutalanda mit Biss und Wutanfall. Wir werden gleich mal noch eine Attacke ändern. Drachenrude Wutanfall, dass es auch das Drachen-Moveset hat. Und weil ich so gehypt bin und weil ich noch so viel Staub habe und weil ich noch so viele Bonbons habe, wollen wir auch gleich noch ein weiteres 100er Brutalanda maxen, aber kein Shiny und kein Lucky, sondern ein normales und melden uns deshalb
gleich zurück, wenn wir das auch noch gemaxt haben, beziehungsweise bei den zwei letzten Pushs, denn ich finde das Teil einfach jetzt so heftig, so genial und über die Attacke, dass das Wutanfall bekommen hat, freue ich mich erst recht und deswegen werden wir jetzt gleich noch eins maxen. So, noch da sind wir zurück und wieder fehlen noch zwei Pushs. Ihr seht dieselben Werte, 3696. Zwei Pushs führen wir also noch aus. 3722 und der letzte Push auf 3749. Und wir klicken es trotzdem nochmal durch für euch. Kannst mit allen aufnehmen, KP, Angriff, Verteidigung, die besten, die ich je gesehen habe. Achso, wir können das ja mal hier nach WP ordnen und das seht ihr jetzt, 200%ige auf Platz 1 und ein 96%iges mit Angriff und Verteidigung 15. Das habe ich damals bei der Shiny Latios Raid Tour gemaxt auf dem Weg nach Ilmenau, weil wir da Shiny Latios gejagt haben. Ich kann das auch noch mal kurz bewerten, genau. Bester Satz, Angriff, Verteidigung, beste, die ich je gesehen habe. Und das ist auch ein gutes Stichwort, denn damals haben wir Dragoran Bruder Lander gemaxt, haben dann Shiny Latios gejagt und jetzt habe ich Bruder Lander gemaxt als 100er und heute Abend ist es auch soweit, beziehungsweise heute Abend werden sie freigeschalten, werden sie released, dann geht es nämlich auf Jagd nach Shiny Latias, beziehungsweise wir können das dann morgen machen. Ab morgen früh könnt ihr also Shiny Latias bekommen, das blaue, was dann auch grün ist. Und dann könnt ihr mit dem grünen Drachen gegen den grünen Drachen kämpfen. Auch richtig gute Sache. Die Infos habt ihr ja alle bekommen, die wurden in-game natürlich eingeblendet. Shiny Latias incoming und Drachenzähmen leicht gemacht, denn es geht immer weiter. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Och, leider nur ein Zweier. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.